So, jetzt muss ich aber zusehen, dass ich wegkomme. Man soll sich hier nicht mit den auf anderen Typen und so weiter hier, ne? Jetzt muss ich hier runter. Und dann sind wir auch schon weg. Und wir sind von dannen. Das ging ja mal recht flink. Neue freie Fahrtoption wurde freigeschaltet. Das ist schön. Okay, ich habe ein neues Auto. Sehr schön. Ja. Verdammter Glückspilz. Hat er etwa überlebt? Nö. Nö, hat er nicht. Harte Massaker. Tom hat es geschafft. Jetzt haben sämtliche Politiker in der Stadt Angst. Niemand will wie der Stadtrat enden. Gute Arbeit, Tom. Ja, ich weiß. Aber das war noch nicht alles. Nein? Jetzt wollen wir Morellos rechte Hand. Ach du Schreck. Seinen Bruder Sergio Morello Junior. Er kontrolliert die Gewerkschaften in der Stadt. Sein bestes Pferd ist die Hafenarbeitergewerkschaft. Dank derer er praktisch alle Importe in die Stadt kontrolliert. Töten wir ihn, fällt ein großer Teil von Morellos Einkünften weg. Ich glaube, ich weiß, wie wir es machen, Boss. Sergio isst normalerweise im Restaurant Italian Garden. Im Restaurant ist ein Telefon und eine Telefonzelle auf der anderen Straßenseite. Du gehst zur Telefonzelle, rufst im Restaurant an und sagst, dass du Sergio sprechen möchtest. Ich stehe dann mit einer Thompson vor dem Restaurant. Und wenn Sergio zum Telefon geht, puste ich ihn um. Dann müssen wir nur wieder zum Auto und schnell verschwinden. Na, was meinst du? Ja, klingt nach Plan. Schätze, mit dem Telefon komme ich klar. Na dann los, Jungs. Vincenzo versorgt euch mit Waffen. Das ist gut. Okay, Vincenzo. Na komm, lauf. Vincenzo versorgt uns mit Waffen. Ach, der parkt gerade ein hier, das ist ja sehr schön. Jetzt müssen wir erstmal zu Vincenzo. Gib mal Waffen. Vincenzo? Ah, Vincenzo. Na komm. Vincenzo, ich brauche eine Thompson. Und irgendwas für Tom hier. Okay. Okay, kein Problem. Was darf sein? Ein Raketenwerfer, Mittelstreckenraketen, Interkontinentalraketen oder Silvesterraketen. Ich hab alles. Ja, ich hab. Erstmal die Hände leer. So, nicht wieder mit beladene Hände wieder fahren, ne? Das wäre ja doof. So, ich würde sagen, wir nehmen mal... Was hast du jetzt hier so schönes? Was nehme ich denn? Nehmen wir mal den hier. Nee. Schließen. Ich nehme den hier. Das kann ich noch nicht. Das kann ich noch nicht? Warum kann ich das noch nicht? Ach, muss ich mir jetzt erst wieder beibringen lassen. Komm mal ran hier. Hallo, Ralphie. Wir brauchen einen Wagen. Hey, ich habe hier einen neuen Terraplan. Ein anständiges und robustes Auto. Wird dir gefallen, Pauli? Ja, zeig mal. Es hat ein neuartiges Schloss, aber mit etwas... Köpfchen ist das kein Problem. Okay, dann zeig ich. Einfach so. Einfach so. Ganz leicht. Ja, ja, erstmal den Lack zerkratzen. Ich sehe, unten gegentreten mit der Stirn gegen die Fensterscheibe und fluchen, weil es nicht aufgeht. Großartig. Hammer los, Tom. Ach so, ach, geht doch auf. Also, okay, Lack zerkratzen, unten gegentreten, Kopf gegen die Fensterscheibe und noch mehr Lack zerkratzen und ach, das geht wirklich. Sieh mal eine an. Na dann. Hast du alles. Musst auch nicht nochmal pinkeln gehen, ja? Nicht, dass ich jetzt nochmal anhalten muss. Okay, dann mal los. Kannst auch sonst die Schuhe ausziehen hier, das geht auch. Und dann sind wir auch unterwegs. Verdammter Glückspilz! Warum diese wohl verdammter Glückspilz heißt, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Pass auf! Wo müssen wir denn hin? Ach, da müssen wir hin. Okay, dann nehmen wir doch mal diesen Weg Richtung, nehmen wir jetzt mal hier. Oh, der Wagen fährt sich angenehm, muss ich sagen. Der überdreht nicht so bei knapp über 30. Ja, doch.
Ach, hier wollte ich ja gar nicht hin. Da wollte ich lang. Ja, ja, halt mal an da. Ich wollte ja die obere Strecke über. Ich wollte ja durch den Tunnel fahren jetzt hier. Da war ja was. Ja, dann, ich weiß, wie man diese schönen U-Turns macht. Geht mit der Handbremse über Leertaste. Das ist klasse. Ich mag sowas. Der Wagen ist echt gut. Die anderen kleinen Wagen, da ging das nicht so gut hier. Aber der ist. Kann man auch mal so ein bisschen machen. Ja, ja, hub mich nicht an. Ich bin eh schneller wie du. Wenn man die U-Turns dann kann. Beziehungsweise, das war ja eher ein L-Turn hier. Nicht zu verwechseln mit L-Ton. Oder N-Ton. Ich finde das toll, dass die Lichter automatisch angehen. Das hatten sie damals also auch schon. Ja, hier lass mich mal eben durch, danke. Das war sogar noch ein Polizeiwagen. Hätte ich den jetzt gerammt, wäre es wieder vorbei gewesen. Ich kenne doch mein Glück. So, ich nehme mal hier die Abkürzung. Kann keiner sagen, ich würde über Rot fahren. Ich fahre einfach über Bürgersteig. Huch, nicht so schnell. Da war schon wieder Polizei. So, da sind wir auch schon. So, da ist meine Telefonzelle. Wir sind da, Tommy, halt an! Ja, ja, lass mich nur mal eben umdrehen. So, und dann hier noch vernünftig einparken, ne? Wir wollen ja. Ah, jetzt stehe ich auf dem Bürgersteig, das ist ja auch doof. So stehen wir doch schick. So, da kann ich jetzt bleiben. Jetzt kommt der Zug. Ich stehe vorne. Du rufst von der Zelle da an. Alles klar. Du willst Sergio sprechen. Sobald ich ihn erledigt habe, steigst du ein und... Das ist ja komische Hobbys. Okay. Dann wollen wir mal. Ja, jetzt habe ich kein Kleingeld. Ach, habe ich doch. Mensch, der denkt auch an alles hier. Ja? Ich möchte mit Mr. Sergio Morello sprechen. Augenblick. Tja, im Zeitalter des Handys wäre das nicht passiert. Kumpel, Mr. Morello ist heute nicht hier. Ach, du Charlie, das ist der Falsche. Polly, los jetzt. Morello ist nicht hier. Schüttel sie ab. Auf den Fahrersitz. Alter, steig ein! Der Typ, das war nicht Sergio. Sergio war heute gar nicht da. So ein Mist, jetzt sitzen wir in der Scheiße. Wir müssen zurück zu Salieri. Verdammt, der Glückspilz! So, jetzt aber mal volle Fahrt voraus hier. So, ich muss mal hier durch. Mach doch mal Platz. Wichtig, habe ich euch jetzt geschüttelt? Abgeschüttelt? Ach, da vorne ist auch noch Polizei. Jetzt habe ich die auch noch am Hals. Ich würde sagen, scharf rechts. Komm auf Touren, Junge, komm auf Touren! Oh. Ah, ich muss hier mal da raus, danke! Lass mich doch mal durch hier. Na, komm! Kann ich hier? Ich kann hier, sehr schön.
fahren wir jetzt mal hier lang. Was wollt... Was macht der denn hier für einen Scheiß? Was bremst der mich aus, die Sau? Ja, so war das jetzt nicht geplant. Lass mich mal durch hier. Ja, jetzt renn du mir auch noch wieder vors Auto. Oh, da kommt der Nächste. Mit etwas Glück haltet euch jetzt alle gegenseitig so lange auf, bis ich hier weg bin. Ja, hier komm. Pock. Was wollt ihr alle von mir? Ich hab doch nichts getan. Also nicht mehr als sonst. Genau, fahr du mal die Polizisten über den Haufen, dann habe ich da keine Probleme mit. Eieieiei. Jetzt aber hier flinke Füße und so. Wieso haben die alle so gute Wagen? Geh weg. Da bin ich doch unterwegs. Ach, jetzt habe ich... Okay, jetzt habe ich die abgeschüttelt. Jetzt muss ich nur noch die Polizisten loswerden. Nur noch, vor allem. Was macht ihr hier mit mir? Ja, so kannst du mich gerne wieder hinschieben. Danke. Mal ein bisschen hier Slalom fahren. Vielleicht werde ich sie dann los. Ja, scheint zu funktionieren gerade. So, machen wir das Ganze mal so. Ja, das funktioniert auch. Ach, da habe ich jetzt den nächsten am Hals. Okay, geradeaus. Komm, leg im Rückwärtsgang ein. Die Kiste muss auch mehr Saft drauf haben hier. Fahr, Junge, fahr! Was macht die denn hier mit mir? Schiebt er mich einfach in die Fußgänger? Also das, du gehörst verhaftet, Junge. Ich komm hier nicht raus. Beim besten Willen, ich komm hier nicht raus. So jetzt. Gas und weg. Jetzt fahren wir hier mal geradeaus. Jetzt haben sie hinten Knoten gemacht. Das ist gut. Sirene, wo kam die jetzt her? Ach, von hinten. Ach du Schreck. Ja, das schaffe ich noch bis zu den Autos hier. Und, jawohl, der war gut. Der hat gesessen. So schön habe ich noch nie einen abgehängt. Ah, Polly ist tot. Schade, das hat so gut funktioniert, gerade bei den Hydranten. Na gut, nochmal. Ach, jetzt muss ich da wieder hinfahren. Oh. Naja, gut, einen Versuch mache ich jetzt noch hier. Dass da kein Speicherpunkt ist, das ist ja auch mal schade. Was wir natürlich auch versuchen können, ist, ja, das können wir auch versuchen. Warum ruckelt das jetzt hier gerade wie blöde? Was soll denn das? So. Wir können eigentlich mal versuchen, die abzuknallen, während sie noch ins Auto einsteigen. Das wäre auch eine Idee. Versuchen wir das einfach mal. Geh mal weg da. Bin hier von der örtlichen Mafia. Sieh zu, dass du weiterkommst.